Moin moin Leute, herzlich willkommen hier wieder zurück bei Dirt Rally 2 in der Rally Cross Geschichte, 5. Etappe. Ich glaube, das ist die letzte. Aber ich glaube, ich liege falsch. Ich glaube, es sind 6 Etappen, oder? Ich weiß es nicht genau. Aber ich habe mich natürlich schlau gemacht. Ihr seht in der Mitte der Strecke dieses schelmisch lachende Gesicht. Das nennt sich der Joker. Und ich war die ganze Zeit der festen Überzeugung, wenn ich das oft benutze, den Joker, dann kriegen die anderen irgendwie Zusatzminuten draufgebrummt, beziehungsweise Zusatzsekunden und müssen auch den Joker nutzen. Nein, ist alles Blödsinn. Ich habe mir das genauestens jetzt mal durchgelesen. Und zwar muss man einmal pro Rennen den Joker fahren. Wann man das macht, kann man selber taktisch bestimmen. Darf man sich selber aussuchen. Man muss es nur einmal machen. Ansonsten kriegt man eben, wie ich, das eine Mal 30 Sekunden draufgebrummt. Von daher, also wird man das auf jeden Fall machen. Der Joker ist so immer so eine kleine extra Ausbuchtung. Alter. Und das war, boah Gott, ey, ist das ein Arschloch gewesen. Und diese extra Ausbuchtung, ja, meistens so ein paar Sekunden wird man dafür brauchen. Das heißt, man muss das taktisch genug spielen. Ich habe mich da ein bisschen belesen. Es gibt verschiedene Ansichten, wann man den Joker fährt. Und ich weiß nicht, was Prognose heißt. Prognose 6. Heißt es, ich soll das jetzt fahren oder nicht? Ich habe das Gefühl, wenn ich den jetzt fahre, dann verliere ich noch mehr Zeit. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen aufholen. Der 5. ist jetzt den Joker gefahren, hat deswegen schon einen Platz miese gemacht. Ja, manche sagen, man soll ihn ganz hinten benutzen, damit man weg hat. Manche sagen, wenn du vorne bist, hast du ja eh ein bisschen Vorsprung, von daher ist es auch gut, den Joker zu benutzen. Ich weiß es noch nicht. So, aber der, wer war das eigentlich hier? Wer hat mich da gerade geschubst? So, die KI ist wirklich sehr rabiat. Ja, er hat es da auch gerade irgendwas erzählt. Leider ist das so leise und der Motorensound so laut, dass ich es nicht verstanden habe, wann er meint, dass ich den Joker nutzen soll. Aber ich werde ihn definitiv jetzt nicht nutzen. Jetzt bin ich gerade nämlich in der Aufholjagd. Wir haben auch 6 Runden. Jetzt habe ich dich, Freundchen. Da bist du zu weit rausgedriftet. Genau, ich werde mir jetzt so ein paar Sekunden Vorsprung rausergaunern, hoffe ich, wenn er mich jetzt nicht dreht. Das wäre nämlich richtig blöd. Und dann werde ich versuchen, den Joker zu fahren. Ihr seht es, der vorletzte Fischhoff und Gonzales, der Verletzte, die sind den Joker schon gefahren. Die sind den schon gefahren, deswegen sind die gelb. Aber deswegen sind sie eben auch Letzte, ne? Also das macht schon was aus. Aber da wir den eh fahren müssen, würde ich sagen, jetzt als erste Position wahrscheinlich gar nicht so schlecht, den jetzt zu benutzen. Vor allem, weil wir wissen, dass die KI-Kontrahenten eigentlich ganz gut einzuholen sind. Jetzt benutzt man den mal. So, schön ausholen, schön reindriften und mit Schmackes geradeaus. Denn in der Beschleunigungsphase bin ich hier besser. Und dann habe ich ihn. So, damit haben wir den Joker. Aber ich bin da irgendwie rot umrandet. Warum? Rempeln darf ich doch, oder? Ah, es sind wirklich fast alle den Joker gefahren, bis auf P. Olsen. Paul Olsen oder Paulana Weißbier Olsen. Muss halt auch noch fahren. Der ist, oder die, der Fahrer, ich sage jetzt einfach der Fahrer, ist auf Platz 2. Das ist, denke ich, eine richtig beschissene Position. Denn Platz 2, du hast den Joker noch nicht gefahren. Und der Erste hat ihn schon gefahren. Das heißt, du kannst ihn gar nicht einholen. Du bist gezwungen, diesen fucking Joker noch zu fahren. Diesen kleinen Extra-Punöppel. Hier, da lacht er noch so schelmisch. Und Herr Olsen, was macht er? Herr Olsen? Ah, ich hab's nicht gesehen. Da wollte ich es gerade sehen, aber der Staub, der hinter mir aufwirbelt, das war zu viel. Ey, das war völlig verdriftet. Aber die Kontrahenten hinter uns können nichts draus machen. Herr Olsen hat immer noch den Joker gefahren. Hatten immer noch nicht. So. 176 km/h, dann ist der wunderschöne Corsa abgeriegelt. Brauchen wir auch nicht mehr. Ja, ich habe mir das Ganze mal durchgelesen, was so X-Cross, Cross-Rally auf sich hat. Anscheinend gibt es da verschiedene Disziplinen.
Und in den USA ist Cross Rally ein ganz anderes Regelwerk wohl als in Europa. Und hier ist es beschrieben, dass Cross Rally Strecken zu 30-60%, wenn ich mich recht entsinne, aus Asphalt bestehen müssen, der Rest aus Schotter oder eben hier so Dreck. Und sie dürfen nur ganz kurz sein. Also manche sind wirklich nur ein paar Meter lang, nicht mal ein Kilometer. Da gibt es auch so gewisse Angaben, die müssen genauestens eingehalten werden. Und ja, ziemlich interessant, muss ich sagen. Also ich kannte natürlich Cross Rally oder X Rally den Begriff, allerdings war das sonst in anderen Spielen, denke ich, einfach nur Rundrennen und Kursrennen mit Kontrahenten halt. Und da ging es nicht um die Zeit, sondern wirklich, wer vorne ist. Aber das kann eben auch, wie gesagt, das Regelwerk aus den USA dann sein. Weiß ich nicht genau. Aber der Begriff wird auch lose für andere Rennmodi genutzt. Also, sehr spannendes Feld. So. Den Corsa nochmal richtig schön zusammengemöbelt. Von rechts und links gibt's auf die Löffel. Herr Olsen hat sich entschlossen, in der letzten Runde den Joker zu fahren. War das eine weise Entscheidung? Was? Was war das? Ungültige Position 1. Warum? Ich raff's nicht. Wieso ungültig? Weil ich da über dieses grüne Zeug gefahren bin. Mir war nicht bewusst, dass ich da nicht drüber fahren darf. Aber komischerweise hat's doch jetzt gezählt, oder nicht? Hat doch gezählt. Hier, da seht ihr es auch gerade, Renndistanz. 1,35 Kilometer, das ist eben wirklich kaum der Rede wert, die Strecke. Was ich ein bisschen sehr schade finde, es ist aber anscheinend wirklich das Regelwerk, dass wir hier 6-mal dieselbe Strecke fahren. Oh, Alter, natürlich ist es wieder eine Simulation, natürlich, das gehört so, das ist das Regelwerk, das schreibt das vor. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da gefällt mir eben die Abwechslung von so einem Dirt Rally. Quatsch, von so einem Dirt 5 oder so, dann doch mehr. Ne? Du hast ein Rennen, dann geht's auf die nächste Strecke, es ist abwechslungsreicher. Aber wie gesagt, das Renngefühl hier ist einfach wirklich atemberaubend. Und das ziehen wir auf jeden Fall durch. Wir wollen natürlich jetzt zeigen, dass wir der Beste, der Besten, der Besten sind. So, let's go. Ich bin bereit. Kann ich das irgendwo her ableiten, wann grün wird? So, möchte ich auch mal ein bisschen mitdrängeln. Lass mich auch mal drängeln. So, wenn der jetzt vorne einkehrt, dann haben wir ihn. Dachte ich. Van Vierlefranz dachte. Er dachte, er sah, er fuhr und failte. Okay. So, was heißt das da drüben immer? Prognose. Ich verstehe es nicht. Heißt das, ich soll jetzt fahren? Soll ich was sagen? Ich finde es gar nicht schlecht jetzt hier so mitten im Felde. Kann man das wahrscheinlich ganz gut machen. Einer folgt uns. Wir sind natürlich jetzt Fünfter. Aber ich denke, gerade in dem Gedränge, wo sowieso keiner sich so richtig von absetzen kann, ist der Joker wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Weil die sich sowieso hier gegenseitig betteln. Bis auf natürlich der Erste. Der macht da vorne sein Mini-Mini-Mi. Der macht sein Solo-Projekt. Aber 6 Runden und 2 haben den Joker schon gefahren. So, zack. Kann ich mir nebenbei ein bisschen kratzen. Herr Parker. Peter Parker. Oh, dass man die nicht drehen kann, ey. Dass ich mich da wieder drehe, wenn ich ihm hinten reinfahre. Das gibt's nicht. So. Jawohl, ja. Zack, die Bohne. Endlich mal ein bisschen hier. Gibt's auf den Arsch. So, zack, wieder 2 Plätze. Und wir sind Platz 3 und Platz 1 und 2 sind den Joker noch nicht gefahren. Also ihr merkt, das mit dem Joker ist eigentlich ganz geil. Aber ich musste mir echt durchlesen. Beim ersten Part dachte ich erstmal, was ist das mit dem Joker? Ich kannte es eben überhaupt nicht. Ich dachte, ich muss den jede Runde fahren oder wie auch immer.
oder dass, wenn ich den fahre, wie gesagt, die Gegner Pluszeit drauf geprüft bekommen. Und nur, wenn sie den auch fahren, können sie das damit entgegenwirken. Aber das war alles Blödsinn. Jeder muss den Joker einmal fahren. Wenn man es nicht macht, kriegt man anscheinend eine Strafzeit von, das letzte Mal waren es 30 Sekunden. Und das ist natürlich extrem, weil den Joker zu fahren, was weiß ich, 2 Sekunden oder so Unterschied. So, ich bin gespannt, wann die den taktisch nutzen da an erster Position. Bin ich wirklich sehr gespannt. So, guck mal, jetzt ist der zweite, da steht Prognose. Er muss jetzt, oder was? Er soll jetzt. So, 4. Runde, der erste da vorne. Meine Güte, der ist sehr weit vorne. Also selbst wenn er den Joker diese Runde fährt, glaube ich, werde ich den nicht kriegen. So. Naja, das war eben wieder der Anfang, ne? So, wir sind wieder gut rangekommen. Jetzt, komm, fahren. Minimi fährt noch, oder? Er fährt noch nicht. So, damit haben wir ihn. Von Tour de France hatten, der erste hatten noch nicht, aber wir sind 6 Sekunden hinten. Also da steht auch Joker Delta, ich weiß nicht, was das heißt, aber 3,279, vielleicht ist das so die Durchschnittszeit, die man zusätzlich braucht, um den Joker zu fahren. Das kann natürlich sein. Und dann könnte ich schon berechnen, 7 Sekunden bin ich hinten, dass es selbst dann nicht reichen wird. Aber wir haben, wie gesagt, noch 2 Runden jetzt vor uns. Seht ihr, wenn wir 3 Sekunden aufholen, dann können wir den ersten knacken. So, 6. Er fährt ihn. Aber er fährt ihn gut. Er fährt ihn verdammt gut. Ja, jetzt hat er. Nee, hat er nicht. Er hat ihn nicht. Keine Ahnung. Der hat den Joker nicht begelbt. Er zählt nicht als gefahren bei ihm. Warum? Scheiße. Ach Mann, da wollte ich zu viel. Ja! Verdammte Wurst, ey. Letzte Runde. Nee, kriege ich nicht mehr. Kannst du vergessen. Ja, falsche Sicht hier. Jetzt wird's was. So, wie viele Sekunden? Der quatscht so leise, ey. Der weiß wohl gar nicht, wie laut es hier in der Hütte ist. Zack. Der Corsa muss jetzt mal ein bisschen leiden. Aber von Punkten her müsste es trotzdem locker reichen. Jetzt fährt ein Joker, definitiv. Los, jetzt fahr rum, Junge! So, ja, jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn. Aber er kommt ins Schlackern. Aber nichtsdestotrotz werde ich ihn so nicht kriegen. Meine Güte, ey, diese Kurve. Oh, die Sicht ist sowas von anders hier. Ne, kriege ich jetzt überhaupt nicht hin. Hab mich jetzt so drauf eingestellt, auf diese Sicht. Egal. Ich möchte aber mit der Sicht wieder fahren. Jetzt eh vorbei. Oh, Kiste ist hinüber, zieht nach links. Na gut. Ach, da steht endgültige Position. Ich dachte schon ungültige Position. Ja, da seht ihr das, Strafzeit stand da gerade. Aber wir sind mit 2 Punkten noch vorne und das sollte jetzt ausreichen. Event beendet. Yes. Troyes Rivière, Kanada. 27 Punkte, yes. So muss das. Sehr schön, Event beendet. Wir kriegen 50.400 Öcken und wir haben Motormapping 3 freigeschaltet. Forschung abgeschlossen. Geil. Sehr geil. So, Motormapping. Reparatur. Okay, Motormapping 3. Hau rein. Zack. Direkt Beste reinhauen. Ich würde mal sagen, wir benutzen das Fahrzeug jetzt auch noch. Jetzt habe ich das Geld reingesteckt. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt für Strecken kommen. So, es geht nach Barcelona. Okay, und hier ist der Joker definitiv ein bisschen länger. Guckt euch das an. Das werden wahrscheinlich schon so 5 Sekunden sein. Aber der Joker ist ja auch Asphalt.
Das ist sowieso interessant, ne? Wenn du die normale Strecke Dreck hast, aber der Joker Asphalt ist, aber ein bisschen länger, sodass der vielleicht gar nicht unbedingt so den Nachteil darstellt, dass man vielleicht überlegt, auch wenn du den Joker schon gefahren bist, wenn du aber eine Karre hast, die auf Asphalt schneller ist, dass man vielleicht überlegt, den immer zu fahren. Versteht ihr, was ich meine? So. Reparatur brauchen wir nicht. Let's go. Nutze die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur einmal fahren. Verpasst du sie, erhältst du eine Zeitstrafe. Dankeschön, Joker-Runde. Dankeschön für diese Information, die jetzt nach dem ersten Event, nach den ersten 6 Rennen kommt. Das hätte man vielleicht auch etwas eher erwähnen können. Versuch das Auto so gut wie möglich zu positionieren. Alles klar. So, let's go. Ey, das ist ja mal geil hier. Da sieht man ja gar nichts. Okay, wir machen erste Runde so. Sonst sehe ich nichts. Komm. Gib uns. So. War nicht der beste Start. Ey, da spielen sie aber auch mit meinen Gefühlen. Okay, geht erstmal volle Möhre rum. Und jetzt geht's rund hier. Bin mal gespannt, wie die nasse Fahrbahn sich jetzt hier auswirkt. Hohoho, geil. Und wie der Dreck einfach schön dran haften bleibt. Ey, das gefällt mir. Und zack, die Bohne. Boah. Okay, heftig. Prognose. Wo ist der Joker? Ich weiß gar nicht, wo er ist. Das ist der Joker. Ich bin den Joker gefahren. Franz, Fun für den Franz hat den Joker jetzt schon gespielt. Hat damit erstmal die beschissene Runde sozusagen, haben wir schon weg. Oh Gott, so viele Reifen, die da stehen. Am liebsten würde ich mal versuchen, reinzudonnern. So, jetzt gebe ich deine mit. Ich komme nicht ran. Jawohl, ja, perfekt, Alter, perfekt. Ich will reindonnern natürlich in die Reifen, die nicht zusammengetackert sind. Oh, herrlich. Ich bin aber auch ein Trottel hoch 10. So. Ja, vielen Dank für diese Information. Ich weiß, wenn ich nichts weiter wäre, wäre ich nichts weiter. So, der Letztplatzierte ist den Joker auch gefahren. Sehr geile Strecke. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal noch wesentlich besser als die erste. So, da ist der Joker, er fährt nicht. Jetzt können wir aber auch mal die Sicht nehmen hier. Alter, geil. Das Problem ist, ich bin mir immer noch nicht sicher, wo es lang geht. Bin mir wirklich noch nicht sicher, wo es lang geht, weil hier manche Kurven dann doch sehr eng waren. Boah, die Kurve ist zu böse. Da sieht man ja links gar nichts raus. Na, hier muss ich erst noch mal ein bisschen manövrieren. Scheiße. Den wollte ich einen reindrücken. Das war natürlich mit gezinkten Karten gespielt. So, du Sack. Jetzt haben wir dich. Ich lauere nur drauf. Oh, was für ein Fehler. Zack, Jump. Abbremsen, enge Kurve, haben wir. Ah, und ich fahre vielleicht mal nicht den Joker. Alter Latz. Da glänzt aber auch der Asphalt mir entgegen. So, okay, alle haben den Joker. Schwierige Strecke. Okay, das wollte ich ausprobieren. Ich wollte es aber nicht so ausprobieren. Physiksystem der Reifen, kannst du sagen, null. Betonreifen. So, wie sieht's aus? Alter Latz, da hängt ja gar nichts mehr dran. Da hängt ja gar nichts mehr dran an der Kiste. Kiste hat Linksschlag. Ja, zieht volle Möhre nach links. Schön zercrashed, aber letzte Runde, sind nur 4 Runden. Das heißt, jetzt muss ich's drauf haben. Darf's nicht verkacken. Geht noch alles. Kann noch alles verkacken. Ist noch alles drin. So, Joker nicht mitnehmen. Haben wir schon. Fuck the duck, Alter. Jetzt kriege ich einen Platten. Was ist hier los? Jetzt muss ich natürlich versuchen, das hier runterzufahren. Oh. Links! Das ist das ein Pech, Alter, dass ich jetzt einen Platten krieg. Ich muss einfach mich richtig breit machen. Ich muss den dicke Arsch Franz machen!
Wie geil. Ja, ja. Hier, ne? Das Safety Car von Firlefanz kommt jetzt vorbei. Ihr rechnet heute mit den Bestzeiten der Besten, der Besten, der Besten. Nicht mit mir. Ich gebe an, wer hier die Bestzeit kriegt. Wie geil. Okay, Qualifikation Platz 9. Ach so, natürlich. Ich habe natürlich eine extrem beschissene Zeit gefahren. Das ist logisch. Aber wir haben ja in unserer Staffel... Wieso bin ich da Platz 4? Verstehe ich nicht. Wie dem auch sei, wir haben es irgendwie hingekriegt, in unserer Platzierungsstaffel, wie heißt denn das alles, ich weiß es nicht, auf Platz 1 zu kommen. Aber das ist aber auch ein Pech, oder? Dass uns da der Reifen wirklich in der letzten Runde vor den letzten drei Kurven noch platzt. Das ist echt ungünstig. Naja, wie dem auch sei, das war der heutige Part. Dirt Rally 2, vielen Dank fürs Zusehen. Das nächste Mal geht's hier weiter mit Cross Rally und unserem voll upgegradeten Corsa. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer von Fürde Franz.